Heute Abend hat Erich Losert referiert über eine Zeitreise durch Hockenheim. Wir waren völlig überrascht vom Zuspruch zu diesem Thema. Die Stadthalle ist förmlich aus allen Nähten geplatzt. Unsere kleine Stadthalle, also so gut besucht, war bisher noch kein Vortrag. Wir mussten noch Stühle anbauen und Erich Losert hat die Zuschauer begeistert. Es war eine sehr, sehr gute Stimmung. Eine gute Atmosphäre, viele haben vieles wiedererkannt, viele waren erstaunt über das, was dargestellt wurde. Es wurde alt und neu gegenübergestellt und man hat dann doch gesehen, dass Hockenheim wirklich ein kleines Paradies auf Erden ist. Und Radbert von Ochenheim, der damals ja seine Grundstücke an das Kloster Lorsch überschrieben hatte, damit er im Jenseits ins Paradies kommt, hatte das wahrscheinlich nicht vorausgesehen, dass eigentlich das kleine Paradies ja Hockenheim ist. Und Erich Losert hat die Zuschauer begeistert und mich ebenfalls. Und es war eine tolle Atmosphäre. Die Zuschauer sind mitgegangen und wollen sogar nochmal eine Wiederholung. Und das ist eigentlich das beste Kompliment, das man einem Referenten machen kann. Vielen Dank, Erich Losert. Also heute Abend habe ich Bilder von Hockenheim gezeigt, einmal wie Hockenheim ausgesehen hat und wie es sich verändert hat. Und ich war ganz überrascht gewesen, dass zu diesem Vortrag so viele Leute gekommen sind, dass der Platz eigentlich fast nicht gereicht hätte. Ja, ich bin in Schwetzingen in die Schule gegangen und da musste ich natürlich immer auch eben mit dem Zug fahren. Ich bin von der Hubertusstraße mit dem Fahrrad zum Bahnhof gefahren und der Bahnhof war wirklich ein sehr schönes Gebäude. Damals habe ich das natürlich nicht so beurteilen können, aber jetzt, da er nicht mehr steht, ist es für mich immer eins der schönsten Gebäude von Hockenheim gewesen. Ja, ein Bild zeigt auch die Fortuna-Kreuzung. Das heißt also die obere Hauptstraße, untere Hauptstraße und dann noch die Karlsruher Straße und die Heidelberger Straße. Und die Kreuzung, die war dermaßen eng, dass eben eigentlich hier immer jemand eben eigentlich Rücksicht nehmen musste. Ja, der Greichbach war für mich als Kind besonders wichtig, weil man nämlich da auch baden gehen konnte. Die Jungs, die gingen in die Schlies, das war ziemlich weit Richtung Reilingen. Die Mädchen gingen zum Mordelbach, die war nicht so weit. Und später hat sich das natürlich alles vertauscht. Das heißt also, die Mädchen kamen dann auch eben zu den Jungs zur Schlies und die Jungs, die nicht so weit gehen konnten, die gingen zum Mordelbach und haben da eben eigentlich geplanscht. Es war doch wichtig, dass Hockenheim den Greichbach hatte. Ja, der Greichbach, der hat natürlich jetzt auch eine Veränderung erfahren. Und zwar fließt er nicht mehr eigentlich in seinem alten Bett, sondern er wird eben vor der oberen Mühle wird er nach links abgeleitet und hat jetzt ein breites, schönes Bachbett bekommen und auch eben das verschönert Hockenheim. Ich glaube, dass die Leute, die hier waren, auch eben sehr viel Interessantes mitbekommen haben und einiges gesehen haben, was sie zuvor vielleicht gar nicht mehr einordnen konnten.